Jetzt will ich, dass Sie mir alles nochmal erzählen. Von Anfang an. Was ist passiert? Wir wissen es noch nicht genau. Das Einzige, was wir haben, sind seine Spuren im Wald. Er arbeitet am Forensischen Institut. Im Leichenschauhaus? Ja, als Nachtwächter. Er ist vor irgendwas weggelaufen. Wovor? Laut diesen Unterlagen wird eine Leiche vermisst. Maika Villaverde, Todesursache Herzinfarkt. Ihre Autopsie stand noch aus. Eine wohlhabende Frau. Da diese Frau sicher nicht von den Toten auferstanden ist, kann ihr Leichnam nur gestohlen worden sein. Was heißt verschwunden? Maika ist verschwunden. Ihre Leiche ist aus dem Leichenschauhaus verschwunden. Aber sie ist doch tot, oder? Ich weiß, was ich getan habe. Sie ist tot. Bist du sicher? Kann es sein, dass jemand Ihnen schaden will, indem er den Leichnam Ihrer Frau verschwinden lässt? Das ist doch völlig absurd. Ich habe keine Feinde. Jeder Tod ist ein Mord, bis das Gegenteil bewiesen ist. Aber ohne Autopsie können wir das nicht klären. Wir müssen verstehen, was mit Maika passiert ist. Sie haben Ihre Frau umgebracht. Nein, nein, das will Maika Ihnen weismachen. Verstehen Sie nicht? Heute Nacht gehörst du mir. Ich habe sie geliebt. Nun, wenn das so ist, warum hat dann ihre Liebe mit dem Tod aufgehört?